das Schicksal der Welt hängt jetzt von dir, mir und einem Typen aus der IT-Abteilung ab, der, realistisch gesehen, vielleicht nicht mehr unter uns weilt. Ich habe seinen letzten bekannten Standort auf der Minikarte markiert. Schauen wir uns das mal an und hoffen wir auf das Beste.
Leider nicht. Das ist aber nicht sehr erhebend. Mal sehen, was drin ist. Und das ist noch weniger erhebend. Schauen wir uns mal um. Auf zur Erkundung. Sieht verlassen aus. Gute Arbeit! Labor. Na endlich! Das ist ja Windertech-Ausrüstung. Was macht die denn hier? Schau dir mal den Computer an. Wow, interessant. In Vorbereitung auf den Sturm haben die Windertech-Labore experimentelle Waffen entwickelt. Normalerweise würde mich sowas stören, aber heutzutage fahre ich voll drauf ab. Dieses Labor hat an einem Projekt mit der Bezeichnung Atmosphärenlaser gearbeitet. Ich habe die Skizze runtergeladen. Probieren wir es aus. Zur Initiierung brauchen wir etwas Blue Glow, um die Waffe mit Energie zu versorgen. Im Labor sollte einiges sein. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir uns einen Vorrat an Patronen zulegen sollten. Es gibt zwei Arten, Kugeln herzustellen. Du kannst dein Inventar öffnen und die Kugeln auswählen, die du herstellen möchtest. Du kannst auch deine aktuelle Waffe nachladen, um die nötigen Kugeln herzustellen. Lass uns Kugeln herstellen.
habe das Ziel auf deiner Karte markiert. Zum Ziel auf, wenn du bereit bist. Damit beeindruckst du niemanden. Kleines Gebäude. Da ist das Ziel. Laut Laborcomputer platzierst du den Atlas auf dem Ziel, gibst Blue Glow hinzu und wartest. Aus dem Westen vor. Baue ein paar einfache Befestigungen, um den Atlas zu schützen. Dieser Sturm wird stärker sein als der, den wir am Außenposten gesehen haben. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Genug Blue Glow. Da sind die Höhlen. Und Kerntemperatur extrem. Oh oh. Alles unter Kontrolle. Noch. Thank you.
30 Sekunden. Es wird auf jeden Fall was passieren. Es gibt kein Zurück mehr. Wow! Hast du das gesehen? Bang! Durch die Wolken durch. Geht leider. Geht doch nichts über bedenkenlose Hobbywissenschaft. Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen.